this time. It has to be different. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Resident Evil 4. Remake ist da und wir haben viel zu tun. Wir haben viel zu tun. Angekommen in Kapitel Nummer 9. Ihr seht es. 29 Sammelobjekte. Das bedeutet, es sind nicht 29 Sammelobjekte, es sind natürlich die Nebenaufträge dabei. Es sind Trophäenmöglichkeiten dabei. Also es ist einfach alles drin, was ihr braucht, um hier komplett durchzumarschieren. Immer so komplett wie möglich, wie man das bei Resident Evil sagen kann. Ne? Da gibt es ja nun immer noch viele andere Dinge, wie besuche keinen Händler und mache dein Inventar nicht auf, benutze keine Heilitems. Sowas haben wir natürlich nicht. So, Castellan für das Level ist herunter von der Strichliste. Und damit geht es zum ersten Schatz hier, und zwar ein elegantes Schachbrett. Und das ist ein relativ weiter Weg. Ich werde auch nochmal die Karte einblenden, weil dieses Labyrinth mag natürlich eventuell so auf den ersten Blick verwirren. Wenn man erstmal selber so durchrennt, dann ist das eigentlich relativ piano, aber es ist auch, wie gesagt, es ist eigentlich dem Weg folgen. Ne? Dem Weg folgen, dann kommt ein Brunnen und dahinter ist eine Tür und da ist dann unser Schachbrett. Also nicht so komplex, aber wie gesagt, sicherheitshalber nochmal ganz kurz die Karte hier für euch eingeblendet, damit ihr nicht verloren geht und mir den nicht mehr folgen könnt. Ne? Und das geht gar nicht. So, aber damit eine Überblendung von Karte zu Karte mache ich immer ungerne, aber hier sind wir jetzt beim Weinkeller. Und ihr seht da oben über der Tür die schicke Lücke, die, wie gedacht ist, für Präsidententöchter, die gehören dort einfach durch. Und sie öffnet uns die Tür und dann kommen wir an den Schatz da ran, dahinter der Tür. Da muss ich gerade einen Kampf rausschneiden, deswegen sah das gerade so ein bisschen grottig aus vom Schnitt her, aber es war dieselbe Tür. So, Burghof seht ihr hier eingeblendet. Wir haben diese ganzen... Ich glaube, diese ganzen Flaggen gehisst. Ne? Ich glaube, das ist genau der Moment, wo wir das gemacht haben. Machen hier die große Tür auf, landen im Schloss und haben hier an der Seite schon, da seht ihr schon wieder die Fackel für den Händler. Gehen wir erstmal dran vorbei und nehmen erstmal hier die Laterne. Dann gehen wir rein zum Händler, nutzen den Fahrstuhl, fahren runter und lösen dort Schießstand 2, A, B und C. Die drei sind da unten und jetzt komme ich schon wieder mit dem Fahrstuhl nach oben. Wir sind also jetzt schon wieder oben, lasst euch nicht verwirren. Das war einfach ein cooler Schnitt. Und haben dort den ersten Händlerauftrag des Levels. Kampf den Medaillons Nummer 4. Und dann holen wir uns erstmal schon mal das erste Medaillon hier gleich ab. Aus der Tür raus, kurz zurück, da ist es. Dann geht es direkt weiter zum nächsten. Sieh mal die Statue da oben. So, Nummer 2. Oh, die Treppe nach oben. Oder besser gesagt, vorher nochmal hier den nächsten Auftrag mitnehmen. Wir haben nämlich doch die pelzigen Bücherwürmer, genau. Die pelzigen Bücherwürmer und gehen dann natürlich durch die Tür direkt daneben. Finden dort auch den ersten pelzigen Bücherwurm. 1, 2, 3. Da seht ihr das, wir sind am Speisesaal. Hier machen wir gleich mehrere Sachen. Wir haben dort nämlich auch zum Beispiel den Schlangenkopf, den wir brauchen, um das Level nachher verlassen zu können. Dafür sagen wir dem Töchterchen hier, setz dich bitte dahin. Und wir setzen uns da hinten an den anderen Tisch. Die riecht nämlich massiv aus dem Mund, das wollen wir nicht. Und deswegen hierhin die Klingel betätigen, sie auch. Und der Schlangenkopf wird freigeschaltet. Scheint, wir lagen richtig. So, und dann rennen wir nochmal nach hinten, weil da war nämlich im Vorhang drin, im Fenster sozusagen, da das nächste Medaillon, Nummer 3. Und dann holen wir uns auch gleich noch Nummer 4, wo wir hier schon sind. Wieder raus aus dem Essenssaal. Oder im Speisesaal, besser gesagt. Da kommen später die Figuren drauf. Das ist aber noch ein langer, langer Weg dahin. Das ist noch ein langer, langer Weg dahin. Erinnert mich irgendwie an Resident Evil 6. Das erste Haus, wo auch die Küche war, da die ganzen Dinger platziert haben. Sieh mal die Rüstung. Nee, 7, ne? 7 kam Village. Ach, egal. So, kleiner Schlüssel hier in der Kommode mitnehmen. Modisch für meinen Geschmack. Schade, die würde dir bestimmt super stehen. Da unten sehen wir schon den Löwenkopf. Doch bevor wir runtergehen und uns den Löwenkopf holen, drehen wir uns hier erstmal geschickt um und stellen fest, hier muss irgendwo was sein.
War der auch im Fenster? Ach, war auch im Fenster, genau. Hier über dem Stuhl, richtig. So, das ist Nummer 5. Kurze Einblendung auf die Karte wieder. Wir sind in der Waffenkammer, holen uns da unten jetzt das Quest-Item, den Löwenkopf. Da müssen wir 3 Köpfe holen. Dort ist der Löwenkopf, danach kommt ein riesen Kampf. Oh, Spoiler. Nach dem riesen Kampf gehen wir durch die Tür da durch, die wir da gerade gesehen haben, mit den beiden Pferdchen dort. Oh, hier sehen wir es nochmal, die Waffenkammer jetzt halt unten raus. Ne, ihr seht ja auch immer, müsst ein bisschen darauf achten, an der Seite die Etagenhöheneinblendung. Und dann, da ist eine weitere Ratte. Die machen wir weg und dann nehmen wir direkt die Kiste. Und dieser seltsame Quader, ich habe ihn als Quest-Item bezeichnet. Er ist halt dafür da, dass wir Schatztruhen öffnen können, bestimmte. Und damit kommt das letzte Medaillon, und zwar in der Galerie. Auch hier hat ein großer Kampf stattgefunden. Die Story führt euch sowieso zur Galerie, also müsst ihr eh hin. Und dann hier unten findet ihr das letzte Medaillon hier. So. Das war's wohl. Und dann gleich ein paar Schritte weiter gibt es einen gelben Diamanten. Naja, ein paar Schritte, ein paar viele Schritte. Besonders wenn man noch Pflanzen und alles Mögliche mitnimmt. Aber langsam wird es ein bisschen rabiater, da muss ich auch mal so ein paar Objekte rechts und links mitnehmen. So, das musste man sowieso hochfahren, aber da unten drunter gibt es halt eine Schatzkiste, wo der gelbe Diamant drin ist. So, und jetzt kommt nämlich das nächste Tierköpfchen, was wir, wie gesagt, brauchen, um das da hinten dann in der großen Halle da auf die Figur draufzusetzen. Da hinten ist der Ziegenkopf. So, dann gehen wir wieder zurück, wo wir gerade hergekommen sind. Anders geht's auch gar nicht. Andere Möglichkeiten haben wir überhaupt nicht, uns von hier aus zu verpieseln. Biegen nach rechts ab, gehen nach links, also wir folgen einfach nur wieder dem Weg halt auf der rechten Seite. Kommen wieder raus in die große Halle und jetzt hier nicht die Köpfe draufsetzen, ne? Nicht die Köpfe da draufsetzen, pfui, aus, Finger weg davon. So, wieder rein zum Händler. Und jetzt kommen wir nämlich da hinten, jetzt haben wir nämlich diesen Quader. Jetzt könnt ihr nämlich auch den Quader im Einsatz sehen. Und so kann man dann dort halt ja, die einzelnen Schätze mitnehmen. Man muss dann halt immer das Ding hier so zurecht drehen. Ne? Ihr seht das ja, unten sind 2 Dinger. Oben einer und dann der eckige an der Seite. Dafür müssen wir uns den halt komplett korrekt hindrehen, den Würfel. So, das gehört nach unten. Das eckige ist da noch, das darüber. Und schon passt es. Ich mache das immer schön langsam, damit ihr das wirklich halt auch Step für Step nachmachen könnt. Wenn ich da klack, 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 klack mache, ist keinem geholfen, denke ich jedenfalls immer. Wenn ich das schneller machen soll, ne, schreibt es rein in die Kommentare. Ne? Wir können das Ganze auch quick und dirty machen. Ich versuche halt wirklich, dass ihr immer bei mir bleiben könnt, dass ihr immer genau zu jeder Zeit wisst, wo ich bin. Dadurch werden meine Videos immer so 1, 2, 3, 4, 5 Minuten länger. Aber ich habe schon viele, viele Kommentare bekommen. Oh, goodie, ey. Leider war ich erst das 4. Video, was geguckt wurde, aber endlich eins, wo ich gefunden habe, wo es ist und so weiter. Und ich denke, wer es gerne schneller hätte, Gott, der stellt dann halt einfach YouTube auf schneller oder skippt ein bisschen rum. So ist, glaube ich, jedem einfach wirklich Genüge getan. Ist jedenfalls meine Intention dahinter und meine Hoffnung. So, das ist jetzt ein sehr, sehr weiter Weg hier zur nächsten Figur hin. Erstmal mit der Bahn fahren. Dann auch hier dahinter, sehr interessant, was es so hinter der Tür gibt. Ich habe es rausgeschnitten, damit ihr es nicht sehen könnt. Und dann können wir hier wieder unseren Quader nutzen, um hier die Figur rauszunehmen.
So, von hier aus können wir direkt weiter zum nächsten Sammelobjekt. Das Goldplättchen gleich direkt hier vorne. Gleich direkt hier vorne einmal mitnehmen. Und dann wird es wieder Zeit für einen Cut an dieser Stelle. Aber wir sind ja auch bald schon durch, obwohl das Video halt noch relativ lang geht. Ne? Ihr denkt auch, ne? Mensch, wir haben schon drei Viertel der Sammelobjekte und es ist noch so viel Video über. Weil wir jetzt nämlich mit ihr unterwegs sind. Ne? Der Schlüsselbund, das war, boah, ja, sag ich mal, irgendwie relativ selbsterklärend beinahe. Ihr habt es gerade auf der Karte gesehen, wo das Ding ist. Und jetzt rennen wir ihr einfach hinterher, oder besser gesagt, ihr rennt mir hinterher. So könnt ihr die Freds stunnen, aber ich glaube, es gab auch eine Herausforderung, dass ihr mit der blauen Lampe die Freds nicht stunnt. Also versucht dort immer auszuweichen, statt zu stunnen, gab auf alle Fälle eine Herausforderung dafür. Die Fahrstuhlfahrt jetzt gleich zieht sich auch ganz schön, aber ich habe es einfach drin gelassen. Ich wollte da nicht Verwirrung reinbringen. Wie gesagt, ist alles ein bisschen langwierig. Ich war auch überlegen, ob ich mit zweifacher Geschwindigkeit vorspule, aber kann man auch manchmal so schnell das Tracking verlieren. Wo sind wir? Wo gehen wir lang? Sind wir rechts abgebogen, links abgebogen? Scheiß drauf. Dauert halt eine Minute länger. Geradeaus, das ist die Tür, wo wir ganz zum Schluss hin müssen. Da haben wir momentan noch gar nicht das entsprechende Item. Lia? Oh, sorry, einen zu weit gegangen. So, jetzt kommen gleich Uhren, zwei Stück an der Zahl. Erstmal die erste hier vorne. Dort müsst ihr eine Zeit einstellen, damit es weitergeht. Wenn ihr auf normalem Schwierigkeitsgrad spielt, dann stellt ihr 11.04 Uhr ein, so wie ich das hier mache. Spielt ihr auf Veteran oder auf Profi, dann muss dort 7 Uhr stehen. Dasselbe auch bei der zweiten Uhr, zu der wir gleich kommen. Ne? Also normaler Schwierigkeitsgrad 11.04 Uhr, Veteran und Profi 7 Uhr. Nur damit das klar ist an dieser Stelle. So, und da ist die zweite Uhr, da ist dasselbe. Also die Uhrzeiten bleiben identisch. 7 Uhr Veteran und Profi, 11 Uhr 4 normal. Ja, sie ist auch so von der Bewegung her ein bisschen behäbig. Das macht die Sache nicht gerade schneller, sage ich mal. So, zweiter Fahrstuhl. Und dann haben wir es auch irgendwann bald geschafft, endlich am vorletzten Sammelobjekt anzukommen. Also wirklich, das ist hier eine riesen Chunk an Video. Aber kann ich leider nicht ändern. Ist halt so, ich hatte Panik, wenn ich das hier direkt einblende, dass ihr da total den Zugang verliert und denkt, wofür brauche ich ein Geld, ne, wenn du nichts zeigst. So, hier müssen wir jetzt hier die an den Bändern ziehen. So, auf der linken Seite vorne das Bändchen. Dann könnt ihr direkt nach hinten rennen, nehmt das hintere Bändchen. So, jetzt wieder zurück, nach oben.
rüber auf die andere Seite. Wir nehmen aber nicht das obere Bändchen, sondern das untere. Ups, sorry, da bin ich ein zu hoch gelaufen. Oh, ein tiefer da. Da, ihr seht ja auch immer die, die Figuren dran. Und die habt ihr halt auch auf der Tür drauf. So, das war jetzt eben gerade die Schlange. Muss ich nochmal zusehen, dass ich den Jungs hier ausweiche. Wie gesagt, ich will die nicht stunnen für die Herausforderung. Und dann hier, da ist das letzte. Und da seht ihr jetzt halt auch die Symbole, wie die Tür aufgeht. Und hier gleich direkt hinter den Wänden endlich unsere Schatzkiste. Endlich haben wir sie erreicht. 28 von 29. Ein Smaragd kommt raus. Und damit gibt es nur noch ein Item. Und das ist halt dieses Wappen der Familie, um halt hier den Level überhaupt verlassen, beenden zu können. Das letzte Quest-Item. Ich habe es natürlich mit drin, weil ich alle Quest-Item oder halt relevanten Items mit drin habe. Wo man die findet, das ist ja bei Resident Evil nicht immer selbstverständlich. Und daher gehen wir jetzt gemeinsam noch den Weg. Ich nutze die Zeit, um mich schon mal von euch zu verabschieden. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, das Video hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so war, denkt wie immer an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn euch geschehen, dann verpasst hier weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie. Nein, nicht ausgehen! Schon wieder?